Hey alle, wir starten gleich. Ich hoffe, dass jeder einen schönen Dienstag hat. Ich habe gedacht, es ist Montag, aber wir haben gestern mal frei gehabt, aber wir konnten gestern ja nicht mit euch reden. Also, ich denke, Clay ist schon unterwegs. Ich werde es starten. Schön, euch zu sehen. Und wir freuen uns schon drauf. Und ich wollte mit der Rules Community sprechen, bevor wir das machen. Wir machen ein paar, stellen ein paar Sachen zusammen, dass wir Compliance Training machen, damit wir wirklich alle von demselben Dingen sprechen. Und wenn man ein Ziel hat, dann muss man sicher mindestens zwei Root-Use und zwei Ambassador-Trainings mitmachen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für unsere Root-Community. Und deswegen habe ich das heute im Call, im Interview gesagt. Je schneller wir wachsen, in je mehr Länder wir gehen, umso wichtiger ist Compliance. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen mehr über Wissenschaft reden, weil ich bin ja eine Mutter von vier Kindern. Einer meiner Söhne hat den Abschluss jetzt gemacht. Und meine älteren Kinder, die eigentlich schon Männer sind, starten schon mit ihrem eigenen Business. Und ich möchte wirklich, dass jede Person einfach die beste Person sein kann. Und ich muss euch sagen, dass ich unsere Community einfach ermutigen möchte, dass man Frieden hat. Ich weiß, dass das nicht immer geht, aber ich möchte mit euch eine Story teilen. In unserem Land gibt es ja zwischen den Demokraten und Republikanern große Probleme. Und ich versuche immer in der Mitte zu stehen, weil ich immer sage, dass ich zu keiner Partei oder Religion gebunden bin. Ich bin verpflichtet, das zu machen, was gut ist, finde ich, und für jeden zu sorgen, für den ich verantwortlich bin. Und ich bin in der Lage, anderen zu helfen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig für mich. Und manchmal ist es leider so, dass ich meine eigene Familie da opfern muss. Und wir sind wirklich da, um zu helfen, zu heilen und Wellness und Wachstum und Frieden zu teilen. Leider ist es so in der Welt, dass schreckliche Dinge passieren in den letzten 3, 4 Jahren. Und wahrscheinlich ist es jetzt noch schlimmer, weil wir uns über die Wirtschaft Sorgen machen, nicht nur unsere Gesundheit. Das sind Sachen, worüber wir gar nicht mehr reden wollen. Aber ich möchte sagen, dass ich Teil dieser Community bin und manchmal führe ich an, manchmal diene ich, wie ihr auch. Und wenn man ein Unternehmen leitet und wenn man in einer Position der Stärke ist, wir sind auf jeden Fall da, um etwas Größerem zu dienen, einem größeren Sinn und Zweck. Einen Moment, kann ich noch ganz kurz reden und dann können wir starten. Also ich möchte jetzt einmal kurz reden und dann kommt auch Clayton auch gleich dazu und dann starten wir. Ich wollte euch nur sagen, dass man unterschiedliche Sachen, Gerüchte hört, auch über die Formeln oder für was ich stehe oder was im Unternehmen steht. Und ich sage euch, das ist überhaupt keine leichte Reise. Ihr seht mich ja nicht weinen abends manchmal, aber meistens mache ich das alleine. Ich versuche einfach so stark zu bleiben, wie es nur geht, weil ich stark bleiben muss. Und die Wahrheit ist, dass sehr viele Dinge mir auch Angst machen. Und ich habe Angst, wo ich in Davos war, wo ich in Saudi-Arabien war, in Libanon und Syrien, wo ich auch entführt wurde.
Also es sind viele Sachen, wo ich dann wirklich Angst gehabt habe, wo ich habe gedacht, ich werde nicht wieder fliegen oder in ein Umfeld gehen, wo ich Angst habe. Aber ich muss das machen, weil das sind Dinge, wo ich einfach Dinge durchmachen kann und etwas Gutes machen kann. Diese Community basiert auf Liebe, Hoffnung und Güte. Und das kann nichts anderes Sinn und Zweck sein. Auch wenn wir uns gegenseitig nicht immer mögen. Leider hat man natürlich immer Leute mit Geld und Power, die einfach böse Dinge machen und schlechte Dinge machen. Und wir müssen hier wirklich einfach Licht sein und Energie sein. Und wir müssen zusammenbleiben und zusammenstehen. Wir müssen einfach stärker sein als die Negativität. Wenn Leute uns verletzen, dann müssen wir da besser sein. Und wir müssen aber auch Krieger sein und aufstehen. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Ich weiß, dass man wirklich sehr, sehr hart arbeiten muss, wenn man etwas erreichen möchte. Und je mehr wir aber anderen helfen und je mehr Erfolg wir haben, umso mehr werden wir attackiert. Und deswegen möchte ich euch wissen lassen, dass ich absichtlich nichts machen würde, das euch schädigt. Ich versuche immer das Richtige machen, aber natürlich bin ich nicht perfekt, aber ich versuche weiter stark zu sein und zu dienen. Und auch wenn ich ein Wissenschaftlerin bin und auch das Wichtigste ist trotzdem für mich einfach das Richtige zu tun. Und die Familie und auch Clay, die leiden am meisten darunter. Und die bekommen nicht genügend Aufmerksamkeit. Und am Wochenende, wo wir diskutiert haben, ob ich ein Klon bin oder ich nicht real bin oder sonstiges, also ich müsste wissen, ich bin real, ich bin kein Klon, ich bin kein Roboter, ich bin eine Person und ich kümmere mich um diese Community. Und ich glaube, diese Community ist wirklich eine Möglichkeit, um anderen helfen zu können und in unserer Umwelt. Und wir wachsen ja auch so schnell wegen euch. Und dann sind wir natürlich Zielscheibe für andere, die uns nicht mögen. Wir sind in der Lage, Leuten zu helfen und ihr müsst das auch akzeptieren. Ihr seid Teil einer Lösung, einer Energie, wo wir Leuten helfen und Leute lieben und auch wenn ihr miteinander nicht gut auskommt, ihr müsst zusammenbleiben, ihr müsst stark sein wegen dieser Dunkelheit, die uns umgibt. Wir versuchen natürlich besser zu werden. Wir werden immer wieder Probleme auch haben, die wir überwinden müssen und wir wollen Lösungen bieten. Wir können so viele großartige Sachen machen. Ich weiß, dass das manchmal anstrengend ist. Ich weiß, dass ihr so stark hart arbeitet für eure Familie und für andere weltweit. Und ich erkenne das auf jeden Fall an und ich schätze euch und ich muss auch allen Danke sagen. Wir haben sehr viel zu tun in der Zukunft und ich wollte heute euch mal sagen und damit starten, dass ich so dankbar bin und gerührt bin, dass ihr da seid. Für euch bin ich sehr, sehr dankbar. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir so viele gute Sachen machen müssen, auch wenn wir manchmal wütend aufeinander sind. Und viele haben gefragt, ob ich nicht attackiert werde, wenn wir so viele gute Sachen machen. Da muss ich sagen, das wurde ich heute gefragt, dass ich kontinuierlich attackiert werde. Und wir haben auch viel Stress. Und ihr seht ja euch auf uns auf Social Media, im Internet. Das ist nicht mehr einfach. Und ich würde nicht sagen, dass mein Leben in den nächsten Jahren einfacher wird, aber wir werden weiterhin das Richtige machen und Lösungen bieten. Und ich bin inspiriert von euch. Und ihr sagt, dass ich eine Inspiration bin, aber ihr inspiriert mich auf jeden Fall. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich zusammenstehen und alle dienen. Und schaut euch eure Finger an. Sämtliche Finger sind genauso wichtig. Und wir sind eine
Einheit und so können wir der Welt helfen und jeder von uns ist wichtig. Und deswegen wollte ich damit starten. Es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ihr wisst, wo wir herkommen, wer wir sind und dass sich nichts verändert hat. Viele wissen das eigentlich, dass ich 3 bis 4 Stunden mit Meditation und Beten verbracht habe, verbringe für die Community, für uns, damit wir allen gesundheitlich helfen können und auch finanziell. Und ihr müsst wissen, das ist etwas, das ich mit Intention mache und immer weiterhin machen werde. Okay, und damit möchte ich Clayton auch herholen und dann können wir auch mit unserem Call starten. Also. Also ich habe mal die Zähne gebrochen früher, das wurde ja auch mal gemacht, aber gut, ich bin trotzdem kein Klon, wie ich das gesagt habe. Ja, das kann ich bestätigen. Also mit Rumroast und Kokosnussöl hat Clayton das heute mir gemacht und schmeckt fantastisch. Also wirklich, Ted, Patrick, Dylan, Sandy und allen muss ich Ihnen Danke sagen, die in London arbeiten. Und ich möchte auch speziell jedem für die harte Arbeit danken. Vieles posten wir auf Social Media nicht. Lasst uns wissen, wenn ihr Dinge macht, damit wir das auch besser anerkennen können. Wir werden einige Presseaussendungen machen, weil ein paar College-Athleten in den Vereinigten Staaten durch aktuell. Und ein Quarterback in Texas wird auch sehr bald bei uns mitmachen. Und Andy Gorman spielt auch die nächste Golftour. Ja, wir haben sehr, sehr viele, die damit anfangen, jüngere Generationen auch und Sportler mit unseren Produkten anzusprechen. Wir sind sehr begeistert, weil wir haben wirklich Dinge, die unsere Babys schützen. Wir haben auch Environment, die unsere von der ganzen Umwelt schützen kann. Und am Ende dieses Jahres oder eigentlich im Sommer, also schützt das auch Babys? Aber wer möchte schon Babys schützen? Und wer könnte sagen, dass du eine schlechte Person bist? Ja, okay. Okay. Wir werden mit dem medizinischen Haftungsausschuss beginnen. Die bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und sind nicht als medizinischer Rat oder als Ersatz für den medizinischen Rat eines Arztes oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachkraft gedacht. Sollten diese Informationen nicht zur Diagnose eines Gesundheits- oder Fitnessproblems oder Krankheit verwenden, sollten immer ein Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal konsultieren, um medizinischen Rat oder Informationen über Diagnose und Behandlung zu haben. Die Informationen dürfen nicht für KV, Verkaufs- und Marketingzwecke verwendet. Blut behauptet nicht, Krankheiten zu heilen. Nutzt bitte den Haftungsausschluss immer, wenn ihr redet, bei CTC zum Beispiel, das ist ein Riesenmomentum, und mit der Registrierung zum Beispiel. Aber heute werden wir über die Nährstoffkomposition und die Sicherheitsevaluierung von Zeroin reden. Und die Inhaltsstoffe. Ich habe das noch nie gesehen vorher. Ich sehe es immer erst beim Call. Clayton liebt ja Zeroin, wie ihr wisst. Es hilft mir auch wirklich, richtig gut zu fokussieren. Und ihr wisst, dass wir Vitamin D3 in dieses Produkt genutzt haben. Ich nutze D3 sehr oft, weil je älter du wirst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du Probleme und Mängel hast. Und bei sehr vielen Krankheiten, bei Krebs, hat man Probleme mit D3 und da redet man auch wenig darüber. Viele fragen, ob man nicht zu viel D3 reinsteckt. Meine Antwort ist nein, weil der Körper kann das auch loswerden, wenn es zu viel wäre. Also wenn du mit D3 dich wirklich tiefer auseinandersetzt, ist der Körper in der Lage, es auszuschwemmen, wenn es zu viel wäre.
Und es ist ganz, ganz selten, dass sowas passieren könnte, dass es zu viel ist. Aber es ist ein Vitamin. Man kann es aufnehmen, wenn man in der Sonne ist. Deswegen sagt Clay oft, dass man sich nicht eincremen sollte, weil die Sonne dann sehr viel Vitamin D im Körper produzieren lassen kann. Aber auch in sehr vielen Lebensmitteln, Fisch, Käse, Eiern und Milchprodukten. Es hilft dabei, die Balance im Körper aufrechtzuerhalten. Es muss man sagen, also D3 reguliert auch Kalzium und die Absorption von Lebensmitteln. Und viele wissen nicht, dass wenn du nicht genügend Vitamin D3 im Körper hast, nicht nur Auswirkungen auf die Knochen hat, sondern auf dein Herz und auf dein Gehirn und auf den ganzen Körper. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Vitamin D3 im Körper kommt und auch natürlich die Knochen unterstützt. Und noch etwas Wichtiges zu D3, dass Laktose drin ist oder auch Milch oder tierbasiert ist. Und sehr oft ist es so, dass Peptide und Laktose vielleicht auch nicht verwendet wird, wenn man Vitamin D3 kriegt. Also wenn man vegan ist, muss man sich nie eine Sorgen machen. Es ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges für den Körper, wenn man sich um die Knochen sorgt. Und das ist aber nicht das Einzige, wo Vitamin D3 wichtig ist. Vitamin D3 ist im ganzen Körper entscheidend, sehr, sehr wichtig fürs Gehirn, Darm, Herz, Blut. Und auch für die Knochen natürlich. Es ist extrem wichtig. Und eine Dinge, worüber man selten redet, dass die Immunfunktion von D3 bei der Entzündungsreduktion behilflich ist. Und auch die Entzündung von den Umwelt, die Autoimmunstörungen verursacht. Da ist D3 sehr, sehr wichtig. Selektiv hilft D3 da sehr gut. Unsere Studien haben auch gezeigt, dass wenn man einen Mangel an D3 hat, dass man ein höheres Risiko hat, an Krebs zu erkranken. Natürlich habe ich auch Krebs gehabt und viele in der Familie. Es ist sehr wichtig, nicht nur für Knochen, aber auch für das Immunsystem und dass man Krebszellen und Tumorzellen beim Wachstum stoppen kann. Es reduziert Entzündungen und es hilft bei Infektionen. Also D3 ist auch ein Prohormon und agiert als Katalysator bei den Neurotransmittern. Ja. Viele verstehen nicht, wie wichtig es ist. Es hilft bei Depressionen, Angstzuständen, ADHS. Ganz ehrlich, mit meinem Körper, ich habe sehr viele Probleme mit D3, seitdem ich schon jünger bin. Das ist immer, was ich immer adressiere. Du hast da auch über Krebs und Vitamin D-Mangel gesprochen und Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Aluminium, die sie Bindungsstellen blockieren. Das ergibt einen Mangel. Und dieser Mangel, da hat man ein höheres Risiko an Krebs, aber man sieht, dass dieses Chaos eigentlich von den Schwermetallen verursacht wird. Also D3 ist eigentlich einer der Katalysatoren, wo man einfach sehr wenige Giftstoffe dann im Körper hat, wenn man genügend Vitamin D3 hat. Ja, es ist so, wenn man über 4000 Einheiten D3 hat, dann kann es einen negativen Effekt haben. Das ist eine sehr, sehr hohe Dosis. Aber der Körper schwemmt das in natürlicher Art und Weise raus. Sehr viele haben dann Durchfall oder Übelkeit, wenn sie eine Überdosis hätten. Das Problem ist, dass viele Leute, wenn sie das hören, dass man das Produkt dann nicht nehmen würde, nicht genügend Vitamin D3 nehmen würde. Das ist ein Nebeneffekt
eine Nebenwirkung, wenn man sich darüber Sorgen macht, über Vitamin D3, Überdosis, dann würde man 7 bis 8 Sirolin pro Tag nehmen. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen versuchen wir auch immer, Sirolin 1 bis 4 zu empfehlen, nicht nur wegen Vitamin D3, sondern halt Inhaltsstoffen, die natürlich auch in diesem Produkt sind, die sehr stark und sehr, sehr nützlich sind, sehr hilfreich, aber man kann nicht unlimitierte Mengen nehmen. Also eine Frage dazu. Wasserfreies Koffein kommt ja auch gleich mal. Wenn jemand Sirolin nimmt, Vitamin D3 und die anderen Inhaltsstoffe sind so zusammengestellt, dass sie eine chemische Reaktion im Körper erzeugen. Also man kann nicht irgendwie D3 nehmen als einzelnen Inhaltsstoff, weil es wirkt zusammen und es wurde strategisch designt, dass Inhaltsstoffe in dieser Kapsel das machen, wofür sie entworfen wurden. Das ist die Biowissenschaft, dass man diese Inhaltsstoffe zusammenführt und eine Reaktion damit erzeugt. Ja, das ist dafür da. Es ist ein Katalysator. Das ist dazu da, dass es zusammenwirken kann mit anderen Inhaltsstoffen. Aber ich muss auch sagen, als ich das erste Mal Sirolin genommen habe, hat mich das ein bisschen hibbelig gemacht. Ich musste das mit Lebensmitteln nehmen, mit irgendwelchen Lebensmitteln nehmen. Mittlerweile nicht mehr. Aber es hat eine Weile gedauert. Und das war nicht Vitamin D3 und L-Tyrosin oder Inhaltsstoffe. Der Körper hat halt einfach die Zeit gebraucht, sich an diese Inhaltsstoffe anzupassen. Und Neurotransmin und Dopamin- und Serotoninproduktion war da entscheidend. Wenn Leute sagen, wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn sie Sirolin nehmen, ich denke, das ist einfach so, dass der Körper sich einfach mal gewöhnen muss, auch bei Clean Slate. Ich denke, Leute, die Sirolin nehmen, müssen Clean Slate auch nehmen. Sie müssen vorher den Körper bereinigen und den Körper dann die natürlichen Inhaltsstoffe geben, die es braucht. Und ich denke, es ist sehr oft schwierig, Leute zu verstehen, weil die gesamte medizinische, klinische Bild nicht verstehen von Clean Slate und Sirolin. Und für mich die Möglichkeit, die kognitive Funktion zu erhöhen, um die Laune zu verbessern, Stress zu reduzieren, Entzündungen zu senken und Leistungsfähigkeit zu erhöhen und mit Dopaminsynthese zu helfen, ist so wichtig, weil wir so viel Dinge zu tun haben im Leben. Und wenn wir dem Körper natürliche Inhaltsstoffe geben, die dabei helfen, diese Dinge zu erreichen, ist ganz wichtig. Du musst natürlich aber sicherstellen, wenn du es nimmst, dass du dazu auch aufwächst sozusagen und dass dein Körper sich dazu anpasst. Es ist nicht etwas, was man über Nacht macht. Ich kann 2 bis 3 Sirolin nehmen, wenn ich nicht gut geschlafen habe, aber ich kann das nicht kontinuierlich nehmen. Eher geht es mit einem Stück besser, wenn ich dann nach Saudi-Arabien fliege, nach Japan oder andere Dinge, die Dinge zu machen. Und die Leute fragen, wie machst du das? Die Antwort ist, ich gebe dem Körper die Nährstoffe, die es braucht, unterstütze meinen Körper und dass es alles hat, was es braucht in den Situationen. Okay, möchtest du über die Aminosäuren sprechen? Weil L-Tyrosin hilft mit Neurotransmitter, aber wir reden wirklich oft sehr selten über die Aminosäuren. Also, wenn man sich anschaut, wie L-Tyrosin funktioniert. Es hilft mit der Synthese bei Neurotransmission und dass sie einfach besser synergetisch zusammenarbeiten. Wenn Leute, die depressiv sind, Angstzustände haben oder mentale Probleme haben, dann ist es so, dass der Körper im Ungleichgewicht ist. Und wenn man den Körper hier unterstützt, dann ist es in der Lage, mit den Aminosäuren zu helfen und die gesamte Leistungsfähigkeit unterstützt wird. Kann sexuelle Leistungsfähigkeit sein,
bei der Arbeitsleistung oder physische Leistung. Das sind alles damit sehr eng verbunden. Kannst du Gela ganz kurz zurück? Für diejenigen, die nicht aufgepasst haben in der Schule. NALT bedeutet N-Acetyltyrosin. L-Tyrosin ist die Abkürzung dafür. Es ist sehr wichtig, mit jedem der Inhaltsstoffe zu verstehen, dass sie nicht einzelne Komponenten sind. Erstens, sie wurden von einer Biowissenschaftlerin entworfen. Und nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern die richtige Menge, die richtige Kombination und die richtige Qualität ist hier entscheidend, um diese Reaktionen hervorrufen zu können. Laune und Gemüt und Leistung, dann sieht man diese Resultate. Ich sage immer L-Tyrosin dazu, nicht die Abkürzung, aber naja, gut. Also die Sicherheitsevaluierung, es ist sehr oft bei den Inhaltsstoffen, wenn man eine sehr hohe Dosis hat, dann kann man einen Bluthochdruck haben. Aber natürlich mit der richtigen Dosis also dieser Inhaltsstoff hilft, Stress zu reduzieren. Man wird wacher und fokussierter. Aber wenn man übertreibt damit, mit Wein zum Beispiel, ein bisschen Wein kann gesund sein und helfen, aber wenn du 7 Gläser Wein hast, dann schädigst du deine Leber und deine Nieren. Also du musst einfach verstehen, wenn ich darüber rede, dass man nicht 6, 7, 8 Zeroin nutzen soll. Das ist nicht, weil man sich nicht, ich möchte, dass die Leute nicht gut fühlen, sondern dass man einfach eine richtige Balance hat. Das ist wie mit allem im Leben. Das muss man einfach verstehen. Man muss beide Seiten verstehen. Und indem wir euch da auch aufklären und schulen, dann hoffen wir, dass dieses fantastische Produkt Zeroin, das weltweit Leuten hilft. Wir haben so viele Leute mit ADHS, Autismus, Asperger und Alzheimer und so weiter. Und aber dann muss die Dosierung natürlich auch verstanden werden. Und wir haben auch früher darüber gesprochen, dass es keine signifikanten Nebenwirkungen gibt. Auch wenn die Dosis bis zu 150 Milligramm ist, ist auch noch okay. Und die einzelnen Nebenwirkungen waren auch so Darmgeschichten, weil der Magen einfach da nicht angepasst war. Also deswegen sage ich immer, dass man langsam anfangen soll, Zeroin zum Beispiel. Und manchmal ist es für manche zu viel, man muss die Hälfte nur nehmen. Aber man muss natürlich verstehen, dass dein Körper so speziell ist, so wichtig ist, egal ob man Pharmaprodukte nimmt oder Nahrungsergänzungsmittel, man muss immer darauf achten, du hast unterschiedliche DNA, Genetik, andere Struktur, andere Blutgruppe. Also jeder ist ein bisschen anders und jeder kann ein bisschen anders auf Inhaltsstoffe reagieren. Genauso wie auf Steroiden. Das ist sehr oft, wenn man am Anfang sich nicht so positive Erfahrungen mit Steroiden hat, ist es so, dass der Körper sich noch nicht darauf angepasst hat und es einfach Zeit braucht. Und es ist auch wichtig, wenn einfach das Level von den Neurotransmittern so niedrig ist, braucht es bei einigen einfach länger, bis die Speicher aufgefüllt werden. Und das hat natürlich auch mit der Giftstoffen zu tun. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, weil viele denken, Koffein ist Koffein, aber das ist nicht wahr. Wasserfreies Koffein ist ein anderes Extrakt als das Koffein, was ihr normalerweise kennt oder hört, wie in den Kaffeebohnen. Also wasserfreies Koffein erhöht die Wachheit und den Fokus, weil es ein natürliches
natürlicher Dopamin-Antagonist ist, erhöht es die Energie, sportliche Leistungen. Wieso kann man gut leisten damit? Weil es die Sportleistung verbessert. Also es ist nicht wasserfreies Koffein allein, nein, es sind Inhaltsstoffe gemeinsam. Und ich denke, man muss wirklich jedem auch sagen, dass es auch das Risiko von unterschiedlichen Krankheiten reduziert. Sehr oft stellt ihr diese Fragen bei uns an dieser Inhaltsstoff, wie ich es gemacht habe. Ich habe darauf mich fokussiert, dass ich es so natürlich wie möglich mache. Und ich wusste, dass das signifikant Leuten helfen kann, auch beim Abnehmen. Und ich möchte natürlich, dass die Leute einfach gesund sind und es hilft, auch den Appetit ein bisschen zurückzuhalten. Und deswegen kann man mit diesem Produkt auch abnehmen. Und das genauso wie Clean Slate beim Entgiften, aber auch beim Abnehmen. Also es kann durchaus auch passieren. Aber ihr müsst verstehen, dass es sehr viele Studien dazu gibt, dass es das Risiko von chronischen Krankheiten reduziert, wenn man diese Inhaltsstoffe hat. Auch Typ-2-Diabetes, wo ich denke, dass es ganz wichtig ist. Parkinson, Alzheimer. Sehr viele fragen, ob die Leute das nehmen können, wenn man Parkinson und Alzheimer hat. Die Antwort ist ja. Wir sind in der Lage, Körper zu unterstützen. Und nicht nur wegen Koffein, sondern wegen den anderen Inhaltsstoffen auch. Und wenn ich etwas sage, dass es mit Parkinson hilft oder helfen kann, mit Alzheimer, mit den Inhaltsstoffen, dann müsst ihr wissen, dass Parkinson und Alzheimer mit ALS verbunden sind, mit Demenz und anderen Störungen, Krankheiten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wieso diese Inhaltsstoffe genutzt werden, was das Ziel war. Und es geht zurück auf eine einzige Sache, die ganzheitliche Erhöhung der Leistungsfähigkeit, sei es sportlich, sexuell, dass wie das Produkt gemacht wurde, sollte es diesen Zwecken dienen. Wasserfreies Koffein ist auch natürlicher Herkunft. Und man sieht, mit hoher Dosis, und das ist auch interessant, darüber zu sprechen, kann schädliche Effekte haben, wie 400 Milligramm pro Tag, kann kardiovaskuläre Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Deswegen schreiben wir auf die Schachtel von Sirolin, wenn man Herz-Kreislauf-Probleme hat, dann sollte man den mit dem Arzt reden vorher, bevor man es nutzt. Es heißt nicht, dass man es nicht konsumieren sollte, sondern dass man einfach vorher mit dem Arzt reden sollte. Aber mit Sirolin ist etwas, was wir bei der Herzfrequenzvariabilitätanalyse gesehen haben. Man sieht, mit regulärem Kaffee wird die Herzfrequenz erhöht, oder? Mit Koffein, also reguläres Koffein. Es ist so, das Problem ist so, wenn du die Studien anschaust, zu Koffein, das wird halt anderer Koffein untersucht und nicht diese Art von Koffein. Und 400 Milligramm Koffein, das sind sehr viele Tassen Kaffee. Ja, wenn es Drumroast wäre, dann ist es vielleicht großartig, aber denn viele Studien zeigen, dass 400 nicht die Herz-Kreislauf-Probleme, aber wenn man mit 800 kommt, wenn man Herzinfarkt hat, dann muss man einfach schauen. Andere sagen das Gegenteil, dass man sich überhaupt nicht Sorgen machen soll. Sagen, wenn man schwanger ist, dass man nicht Koffein trinken sollte. Andere sagen nicht zu viel. Und was wir mit den Daten gesehen haben, ist, dass auch nur ein paar Sirolin, wenn man die nimmt, die erhöhen die Herzfrequenzvariabilität nicht, sondern sie verbessern die Herzfrequenzvariabilität. Und wenn sie das machen, dann wird man entspannt und weniger gestresst. Und wenn man Hallo. weniger gestresst ist, bist du
hast du weniger Probleme mit dem Herzen. Sandra, müssen wir stumm schalten. Sandra, kannst du vielleicht dein Mikrofon ausschalten? Danke, Patrick. Ich denke, Clay ist weg, um das zu machen. Und da geht es um L-Theanin. L-Theanin, auch eine Aminosäure. Wir haben Aminosäure in unseren Produkten. L-Theanin ist eine Aminosäure von Teeblättern. Viele fragen nach den Quellen. Da gibt es sehr viele, was man von Teeblättern bekommen kann. Viele wissen das nicht. Man kann einiges isolieren. Rausnehmen, einer meiner Geheimnisse. Nicht nur bei diesem Produkt, aber bei sehr vielen anderen Produkten auch. Nutze ich gerne grünen Tee. Und ich liebe grünen Tee, Orangentee, Ingwertee. Und jetzt irgendwie noch mehr. Und ich trinke es gerne, weil es mich einfach gut fühlen lässt. Und L-Theanin und einige Komponenten von dem Teeblatt können Angstzustände senken, aber auch die Immunfunktion verbessern. Und es kann die Entspannung auch unterstützen und Schlafqualität. Deswegen sagt Clay, dass man das vor Schlafengehen nehmen kann. Einige Personen schlafen dadurch besser. Der Unterschied ist, wenn du den Körper nimmst, einige brauchen ein bisschen länger, bis sie das konvertieren. Jeder Körper ist anders. Also manchmal ist es besser, wie für mich in der Früh das zu nehmen, weil es mich mit Fokus besser unterstützt und hilft. Es reduziert Symptome von Depression. Nochmal, auch Blutdruck wird gesenkt, Stress wird gesenkt. Es verbessert den Schlaf, hat Antioxidantien, das hilft bei Entzündungen. Es schützt den Körper gegen unterschiedlichste Arten von Stress, erhöht und verbessert die Immunfunktion. Es kommuniziert eigentlich mit den Immunzellen und die Funktion wird dadurch verbessert. Und deswegen liebe ich L-Theanin, weil es einfach so viele positive Eigenschaften hat. Und die richtige Kombination mit anderen Inhaltsstoffen macht es extrem effizient und fantastisch. Und ich muss nur sagen, dass ich das sehr oft sage, dass ich keine anderen Produkte nehme, die, in denen ich gearbeitet habe. Nicht, weil ich mit den Firmen nicht mehr zusammenarbeite. Das sind die einzigen Produkte, die ich nehme. Das hat einfach Möglichkeit, meine Leistung zu verbessern, also Zero In. Und kognitiv unterstützt es mich auch unglaublich. Und auch beim Training, dass ich in Form bleibe, damit ich so effektiv sein kann, wie es möglich ist. Ich möchte das nochmal hervorheben. Ich habe gesehen, wie wir über L-Tyrosin und L-Theanin gesprochen haben. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, erstens, wenn man zu viel nimmt, verursacht Bluthochdruck. Das ist einfach eine Balance. Also beides, wenn man bei einem zu viel nimmt, hat das zu viel Blutdruck wird gesenkt. Deswegen ist die Balance deswegen da. Und es kann einfach unterstützen, effektiver zu arbeiten und zu fokussieren. Ich möchte auch sagen, dass natürlicher Herkunft, viele fragen, ob das ein natürliches Produkt ist. Ja, es ist sehr, sehr gut tolerierbar. Bis zu 400 Milligramm am Tag ohne Nebenwirkungen. Es gibt Studien, wo man sagt 800 Milligramm, aber es gibt unterschiedliche Studien. Sehr viele Sportler nehmen L-Theanin, weil es sehr unterstützend ist. Aber für die meisten
würde ich sagen 400. Und dann, es kann Magenprobleme verursachen, wenn man Sirloin so nüchtern nimmt, dann hat man ein Problem mit dem Magen. Nein, dann nimm es mit Lebensmitteln. Und jetzt kommen wir zu den Sandbohnensamen. Da reden wir über Mucuna pudiens. Viele fragen, dass ich mit Pilzen oder CBD arbeite. Nein, aber ich arbeite mit Dingen, die solche Effekte haben können mit hoher Dosis. Aber Sandbohnensamen und sind sehr, sehr wichtig bei der Regulierung im Körper. Und sie sind sehr wichtig und sehr gut für den Körper mit Parkinson, bei Alzheimer, Demenz, ADHD, ADHS. Und deswegen wollte ich Sandbohnensamen unbedingt inkludieren. Es ist sehr schwer zu beschaffen. Und wir wollten es unbedingt haben, weil nicht nur von Makronährstoffperspektive oder mit den Neurotransmittern helfen kann, sondern aus der Perspektive von den Mineralien und Vitaminen. Mit 1 Milligramm von Vitamin C in diesem Produkt, von Vitamin B, Niacin, Magnesium, Phosphorus, Kalium und Calcium in diesem Produkt. Und man hat ein bisschen von Kalorien, ca. 3 Kilokalorien, ich sage es nie richtig. Und du hast auch die Proteine. 21 Gramm. Und Kohlenhydrate. Also es ist wirklich eine gute Balance von Nährstoffen, die sehr, sehr gut sind für den Körper. Wieso, wie Avocado, es ist ein Superfood eigentlich, weil es wirklich sehr, sehr gut ist dabei, den ganzen Körper zu unterstützen. Und Aminosäuren ist unglaublich wichtig. Das sieht man auch. Also sehr viele fragen, ob es helfen kann mit Proteinen und Aminosäuren. Das ist einer der Inhaltsstoffe, die hier genutzt wurden. Kann helfen bei Laune, kognitive Funktion, unterstützt den Körper. Und eins macht es sehr speziell, dass L-Dopa eigentlich Dopamin kreiert. Und Dopamin ist auch eine Behandlung für Parkinson. Was sehr interessant, weil wenn wir Sirloin in Kanada einfach zugelassen bekommen haben, ist ein bisschen strikter als die USA. Eigentlich alle Länder sind strenger als die USA. Aber die Regulierungsbehörden für Kanada haben Fragen gestellt, ist das eine Behandlung für Parkinson? Und da haben wir gesagt, nein. Es ist eine Behandlung für die fehlende Großartigkeit. Also da gibt es auch potenzielle Nebenwirkungen, weil wenn man andere Medikamente nimmt, also wenn man Medikamente gegen Parkinson nimmt, muss man vorsichtig sein, weil das wird die Medikamente effektiver machen, weil es arbeitet in den ganzen anderen gleichen Art und Weise. Es gibt unterschiedliche Wege. 240 und so viel und so weiter. Es gibt unterschiedliche Wege, die da unterstützt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht zu viel nutzen sollte. Aber es gibt wunderbare Resultate mit Fallstudien, mit Parkinson-Medikamenten. Und wir haben sehr viele, die Parkinson-Medikamente nehmen und Sirolin nehmen. Ich sage immer, dass man mit dem Arzt natürlich das auch besprechen muss. Sehr viele Ärzte verstehen nicht viel von Nahrungsergänzungsmitteln, aber diese Besprechungen sind notwendig. Und ich möchte noch hinzufügen, das habe ich vorher nicht hinzugefügt, ich möchte unbedingt, dass die Zellen kommunizieren, die Zellen ernährt werden, wenn man kognitiven Probleme
kämpft, dann ist das ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es ein weiterer Grund, wieso ich Sandbohnen sammeln da inkludiert habe. Und es erhöht die Neurotransmission und die Produktion von Dopamin und Serotonin im Darm, und das geht über den Vagusnerv bis zum Gehirn. Also der Körper wird da Vorteile bekommen von den Neurotransmittern, und deswegen ist es so effektiv. Ja, das stimmt. Das ist einer der Gründe. Ich habe das in den letzten Slides nicht angesprochen, aber es hat sehr geringe Toxizität. Auch wenn man eine höhere Dosis nimmt, hat eine sehr, sehr geringe Toxizität. Möglichkeit. Es gibt unterschiedliche Inhalte, aber wenn man sehr viel nutzen würde, kann das eine Toxizität ergeben. Und das nächste ist einer meiner Lieblings Inhaltsstoffe, Kieferrindenextrakt. Ihr seht hier, wieso, was da drinnen ist. Und wenn man sich die Dosierung anschaut mit diesem Produkt, dann bekommt man Vitamin C, E, A, Kalium, Calcium, Magnesium und Zink. Natürlich in einer lower Dosis, aber in Mikrodosis von diesen Emulsionen ist sehr, sehr wichtig für viele. Und wenn man die bioaktiven Komponenten anschaut, die ich denke sehr, sehr wichtig sind, dann bekommt man alles von Bolin, Quercetin, Kämpferol. Aber schaut euch diese Sachen an, die schützen vor Krebs, sie helfen gegen Allergien und Leuten mit oxidativem Stress und Herzgesundheit. Und die reduzieren das Risiko von unterschiedlichen Krankheiten. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, weil wenn man dieses Produkt nimmt, dann unterstützt man nicht nur Neurotransmitter, sondern den ganzen Körper vom Gehirn bis zum Herzen und Magen. Und im Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, Blut, im ganzen Körper. Es kommuniziert einfach effektiver. Und deswegen muss wirklich jeder das ein paar Monate ausprobieren, damit man wirklich merkt, weil das kann wirklich Auswirkungen auf den Körper haben, sehr schnell. Wie Öl fürs Auto, der Körper braucht das. Sehr viele von den Körpern können nicht richtig funktionieren wegen den Schwermetallen und den Giftstoffen, aber. Aber diese Mineralien und Vitamine, die hier sind, ist eine geringe Menge. Deswegen dauert es ein bisschen, bis es angepasst wird im Körper. Und deswegen ist es wichtig, längere Zeit zu nutzen. Kieferrindenextrakt. Wird zu 95% von Pionephrin extrahiert, was ein super Ausdruck ist und Wort ist. Aber wenn du eine einfache Erklärung möchtest, Kieferrindenextrakt, was macht das am Baum? Es schützt den Baum von der Umwelt, die Rinde. Und wir haben von einem speziellen Ort, wo wir unsere Inhaltsstoffe auch bekommen, viele Dinge. Also da muss wirklich die richtige Quelle auch beschaffen werden. Und ich muss wirklich sagen, dass unterschiedliche Komponenten sehr gut zusammenarbeiten. Und Zyrin ist am Anfang nicht so orange, später kann es orange werden. Das ist wegen den Inhaltsstoffen und Kurkuma, weil die einfach natürlich sind. Die sind ja auch strategisch kombiniert und in Mikrodosis. Sehr gut zusammengestellt. Ja, ich habe das vorher auch gezeigt und auch gesagt. Wir nutzen ja Mikrodosis und Mikronährstoffe in den Produkten, weil das so entscheidend und so wichtig ist. Nee, hört mir gar nicht zu, was ich vorher gesagt habe. Doch, doch, ich höre natürlich zu. Das Wichtige ist, dass die unterschiedlichen Wege, die Kommunikationswege, Neurowege, das muss man verstehen. Du hast ja viele Jahre Erfahrung in Biotech.
und Nanotechnologie und Biowissenschaften. Und mit deinem Gedächtnis verstehst du diese unterschiedlichen Wege und wie sie funktionieren. Und deswegen ist dieses Produkt ja so speziell. Also als wir vom menschlichen monoklonalen Antikörper gearbeitet haben, war das etwas, war ich wirklich sehr dankbar, weil ich habe mit einem der klügsten Köpfen weltweit zusammengearbeitet. Und ich habe das einfach natürlich versucht und nicht synthetisch. Aber bei diesen Antikörpern, wenn sie daran gearbeitet haben, das sind zielgerichtet auf Zellen. Das bedeutet, es kommuniziert nur mit unterschiedlichen bestimmten Bereichen. Und deswegen habt ihr auch Kontakt mit mir aufgenommen, wenn man Krebs hat und jeder hat nach meiner Meinung gefragt, dann ich kann keine medizinischen Ratschläge geben, aber eine persönliche Meinung, die ich sehr gut kenne. Und das sind monoklonale Antikörper, die sehr, sehr zielgerichtete Therapie sind, die, glaube ich, gut sind für eine kurze Zeit, langfristig sehr viele Nebenwirkungen, aber kurzfristig eine gute Sache, kann gut helfen. Und was ich gemacht habe, ich habe dieses Wissen bei den unterschiedlichen Wegen angewendet, um Isolate zu nutzen und Komponenten und Biohack gemacht, dass ich die kombinieren konnte. Sehr viele googeln Leute etwas und dann denken sie, dass sie Antwort kennen, aber die Antwort ist so komplizierter, weil es ist sehr viel synergetische Denken erfordert, diese zu kombinieren. Und ich denke, das ist eine wichtige Präsentation, das durchzugehen, weil wenn man sich die Menge der Inhaltsstoffe anschaut, denkt dann darüber nach, dass es Blutdruck erhöhen kann und die andere Inhaltsstoff kann Blutdruck senken. Und der Grund dafür ist, dass ich die Neurotransmitter adressiert habe und das Herz und den Darm, dass sie synergetisch zusammenarbeiten und für sämtliche Bevölkerungsschichten. Und deswegen sieht man, dass es ausbalanciert wegen den bioaktiven Komponenten und den unterschiedlichen Dingen, die da drinnen sind. Und wenn man eine hohe Dosis von Kieferrinde hat, kann man eine Reaktion haben. Also da muss wirklich die Dosis sehr, sehr hoch sein. Und deswegen habe ich gesagt vorher, es ist nicht, dass es ihr nicht gut geht, aber es ist wirklich dazu da und sehr schützende Eigenschaften hat. Und ich würde nichts nutzen, wenn es nicht für die Gesundheit und Wellness ist. Und für mich als Mutter von 4 Kindern, für den richtigen Gründen die Produkte zusammenstellen, wegen den richtigen und das richtige Ziel zu verfolgen. Und ich denke, dass Leute sehr, sehr viel von einzelnen Inhaltsstoffen nehmen, kann es sehr langfristige negative Wirkungen haben, aber nicht mit 4 Kapseln am Tag. Und ich bin damit auch sehr selbstbewusst und kann das auch so sagen, weil das hilft dir einfach, dein bestes Ich hervorzurufen. Das wird wichtig, weil jeder verstoffwechselt es ein bisschen anders. Auch weil Neurotransmitter überall genutzt werden, egal was du machst. Und abhängig davon, welche Umwelt du lebst, das wird diktieren, wie viel du gerne nutzen würdest. Wohl, Andy Gorman zum Beispiel ist Profigolfer. Dann ist vielleicht startet man mit 2, aber wenn später wieder Fokus benötigt wird, wenn die Leute vielleicht noch 2 benötigen. Und jeder, damit muss man ein bisschen spielen, damit du da vielleicht auch immer den hohen Fokus-Level erhalten kannst. Und das bedeutet, dass man gewinnen kann. Und der letzte Inhaltsstoff kann vielleicht einer meiner Lieblingsinhaltsstoffe sein. Ja, ich liebe Kurkuma, Kurkuma-Wurzelextrakt und die Komponenten davon, weil die Curcuminoide. Also der wichtigste Inhaltsstoff und die Phytonährstoffe sind da wirklich so wichtig. Wenn man natürlich Vitamin C, E, K sieht, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und Niacin
Und ich liebe die Mineralien und wie sie zusammenarbeiten und den Körper helfen und dass es so funktioniert, wie es sollte. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Phytonährstoffe da drin sind und die helfen gegen Entzündungen und bei der ganzheitlichen Gesundheit. Und ich denke, das ist so wichtig, das ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg, wie unsere Produkte gemacht werden und was sie dem Körper liefern. Sie sind halt nicht synthetisch und wir fokussieren wirklich den ganzen Körper. Und bei Zero In hatte man wirklich alles von Flavonoiden, Tanninen, Phenolsäure, alles, was man da braucht. Das ist diese Phytonährstoffe sind unterschiedliche Komponenten, die hier wunderbar zusammenwirken. Also nicht alle Kurkuma-Sorten sind gleich, überhaupt nicht, wie sie gemacht werden oder beschaffen werden. Also es ist das Gleiche, wenn man sagt, Vitamin C ist immer gleich. Und die Leute fragen, du musst den genauen Prozess musst du uns zeigen, das können wir nicht machen. Das schützen wir für die gesamte Root Community. Und damit ihr das wirklich effektiv weltweit verbreiten könnt. Weil wir versuchen, das so gut wie nur möglich zusammenzustellen für diese Community. Und wegen euren Wissen und was ihr schon alles gelernt habt, seid ihr in der Lage, das weiter zu verbreiten. Also bitte redet über diese Präsentation mit Leuten. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Entzündungshemmende Eigenschaften. Weil wenn man sich das anschaut, die Makronährstoffe, es hat Proteine, Kalorien, Kohlenhydrate. Schaut euch die Balance an, was in diesem Inhaltsstoff ist, dass der Körper unterstützen kann. Und die Mineralien, Eisen. Ich habe über Eisen letztens gesprochen. Eisen gibt es sehr vielen unterschiedlichen Produkte im Körper. Eisen ist sehr gut, zu viel natürlich nicht. Aber es ist genauso wichtig wie D3 und Kalium, so wichtig für die Muskeln im Körper und die Balance, auch natürlich für Blutdruck. Also wenn man sich das anschaut, hat man sehr viel über gesunden Blutdruck, Herz-Kreislauf gehört. Es gibt einige, die den Blutdruck erhöhen, dann andere, die ihn senken. Also das ist natürlich zusammengestellt. Und das ist nicht ein Inhaltsstoff, das man googeln muss und sagen, was das ist. Das ist in dieser Präsentation, das sieht man einfach die Balance und wieso die Produkte so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden. Es hilft auch mit Cholesterin und Aminosäuren und Peptide, Aminosäure, Proteine in dieser kleinen Kapsel mit der Makrodosis und es wird im ganzen Körper dann verteilt und Vitamin C mit 0,5 Milligramm wenig und Vitamin E 0,1 Milligramm, Vitamin K 0,5 mcg sehr wenig, aber es hilft sehr gut. Blut, das ist für blutungsstoppend und Niacin hilft mit Energie, Stoffwechsel und das unterstützt das Nervensystem, Verdauungssystem und die Haut. Das sind alle Vitamine in dieser kleinen Kapsel. Und die Phytonährstoffe hat man Flavonoide, Tannine. Es ist wirklich viel. Curcuminoide. Also wenn man sämtliche Phytonährstoffe anschaut, sehr, sehr wichtig. Flavonoid, Pyrrolsäure, sehr, sehr gut gegen Entzündungen. Flavonoide. Helfen wieder mit dem Herz und Herzgesundheit und sämtliche Flavonoide, die drinnen sind, wenn man sich unten das anschaut, sieht man dann wieder auch wieder Quercetin, Erythritol, Apigen, die wichtigsten, dass sie ja so wichtig sind für die ganzheitliche Gesundheit. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst. Also eine Sache, was Kurkuma speziell macht, es ist eine Wurzel.
Root. Ja, ich nutze einige Wurzeln. Das ist noch ein Geheimnis. Als ob das vielleicht im Namen drinnen wäre. Als ich gestartet habe, mit Lee gesprochen habe, wo ich sehr viel von den Pflanzen nutze, aber die Wurzel hat sehr viele Inhaltsstoffe, die man sonst nirgends finden kann, im Samen oder in der Pflanze. Deswegen ist das ist einer der Gründe für unseren Erfolg. Muss sagen, dass Kurkuma in Indien und Nahen Osten überall schon lang genutzt wird. Gibt sehr, sehr viel Info dazu. Es ist eine natürliche Möglichkeit, Leuten zu helfen. Parasiten kann man loswerden, Pilze, Bakterien, Viren, mit allen. Natürlich nutze ich es sehr gerne. Bei einer höheren Dosis kann man, wenn man bei 500 bis 2000 Milligramm pro Tag nimmt, ich würde sagen, dass ich Leute gehabt habe, die Ärzte, die noch mehr genutzt haben, bei Leuten, die sehr krank waren, weil es einfach Antikrebseigenschaften hat. Es stoppt die Signalisierung zwischen schlechten, bösen Zellen. Und wir müssen aber immer am Etikett festhalten, dass wir sicher sind, dass wir nicht über die empfohlene Dosis gehen. Aber Leute wissen, dass man einfach Verschwommenheit oder Schwindel haben kann bei einer Überdosis. Aber die Qualität der Inhaltsstoffe und die Konzentration von den Flavonoiden und Curcuminoiden ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil bei dieser Qualität kann man eine höhere Dosis auch gut vertragen. Und zum Schluss möchte ich noch etwas hinzufügen. Wenn man Fragen hat, oder dann sage ich Folgendes: Sie ist klüger als jede Person, mit der du sprechen wirst. Frag mal, ob sie drei PhDs haben, Harvard-Abschlüsse und zwei von Cornell und 20 Jahre Biotech gegangen hat. Wann hast du denn im MD beendet? Das ist schon fast beendet. Also, wo wir all diese anderen verrückten Sachen machen, macht sie MD auch noch. Also wir können Doktor, 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 Doktor nennen. Ram nennen. Ich werde dich einfach meine Liebe nennen. Aber die meisten der Produkte, das habe ich schon oft gesagt, die Kombination von Jahren und Erfahrung, sehr viel Meditation und einfach zu versuchen, das zu machen, was das Beste ist für alle Bevölkerungsschichten. Unser einziges Ziel ist, Probleme zu lösen, wenn es um Prävention geht, um Gesundheit. Wir stellen keine Behauptungen auf, aber die Dinge, die ihr macht, wir sind da extrem dankbar und wir versuchen wirklich weiterhin das Beste zu machen. Und machen wir das gemeinsam. So viel Liebe habe ich für euch und ich hoffe, ihr habt eine super Woche. Ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen. Es ist wirklich schon lange her und bin begeistert und freue mich auch sehr darauf. So viele Herzen. Ich würde auch gerne Herzen da reinschreiben. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber habt einen schönen Tag und Herz-Emojis. Okay. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank, Clayton Thomas, die Möglichkeit, dass wir wirklich Ambassadoren haben, die in der Lage sind, dass ihr euch gegenseitig auch unterstützen könnt. Und Caden wollte einfach das Magazin hier zeigen nochmal. Oh, wartet mal, da gibt es sogar zwei von denen. Also, wir arbeiten daran, dass wir ein paar Dinge auch mitnehmen nach Europa. Also, wir freuen uns schon sehr drauf. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Wir sind schon über unsere Zeit.